Und jetzt, meine Damen und Herren, Mademoiselle Gloria. Ich hab mich niemals im Walde versteckt. Ich hab als Kind schon das eine entdeckt. Sieht mich ein Mann, denkt er gleich an L'Amour. Denn bei mir ist alles nur Natur. Wenn es die Männer wie oft schon probieren, mich mit Brillanten und Nerds zu verführen, weiß ich, das liegt nur an meiner Figur. Denn bei mir ist jeder Zoll Natur. Wenn einer kommt, der mir richtig gefällt, bin ich bescheiden und klein. Dann wünsch ich mir weiter nichts auf der Welt. Er braucht nur Millionär zu sein. Ich bin ein Mädchen so rein wie der Schnee. Wo ist der Mann aus der Haute-Volée, der eine Frau sucht mit Herz und Kultur? Denn bei mir ist alles nur Natur. Man sagt, mein Benehmen sei nicht allzu gut, doch die Menschen, sie lügen ja nur. Ein Blick soll genügen, meine Damen und Herren, bei mir ist alles nur Natur. Wer weiß, kommt für mich schließlich auch noch der Tag, dass ich dem begegne, den ich richtig mag. Ich werde ihm sagen, komm, sei nicht so stur. Denn bei mir ist alles nur Natur. Oliver, was hast du denn? Darling ist hier. Na und? Ich hab dir doch gesagt, du sollst das alles wegwerfen. Gut, dass die Polizei das nicht in deiner Manteltasche gefunden hat. Harry, ich brauch das. Im Gefängnis wirst du es nicht bekommen. Du hast genug. Oh, ich bin völlig fertig. Nichts kann dir passieren, solange du nicht den Kopf verlierst. Nicht den Kopf verlieren? Wie kann ich das? Den ganzen Tag ist die Polizei im Haus und Thaling schleicht rum und stellt Fragen. Wen hat er gefragt? Ach, alle Leute hier. Mich und Futek und Peter Keen. Peter Keen? Was kann er wohl von dem erfahren, wie man am Geldautomaten spielt und nie verliert? Oh, Ray, ich kann es nicht ausstehen, wenn du so von Peter sprichst. Er ist bestimmt ein Gauner, aber er liebt dich. Bedeutet das überhaupt nichts? Ganze Menge Leute lieben mich, ne? Ja, aber der Himmel weiß warum. Wen hat Thaling sonst noch ausgefragt? Ich weiß nicht, aber er hat besonders auf Milburg und das Mädchen abgesehen. Ern? Nicht, Liebling, lass die zufrieden. Darf ich bitten? Ja, gerne. Danke. Peter, Hände weg. Ach, Ray. Du brauchst keine Angst zu haben, Ray. Du weißt doch, was ich dir versprochen habe. Ja. Ich habe Putek sogar meinen Schlüssel gegeben. Nein. Guten Abend, Sir. Guten Abend.
Ja. Heute Morgen haben Sie sich noch an das Telegramm erinnert. Wer hat es aufgegeben? Baker war es nicht, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe mich geirrt. Ich habe es nie gesehen. Oh, Anne. Und wer hat Ihnen aufgetragen, das zu sagen? War es Lyon oder Milburn oder... Warum liegt Ihnen so viel daran, ein fehlendes Telegramm aufzutreiben? Warum liegt jemandem so viel daran, es unbedingt zu verheimlichen? Das Telegramm ist ganz offen aufgegeben worden, als geschäftlicher Vorgang. Und Sie haben es gesehen, Anne. Aber dann ist irgendetwas in Hongkong passiert und aus diesem Telegramm wurde Sprengstoff. Und die Abschrift ist aus der Mappe verschwunden. Wer war das, Anne? Ich weiß es nicht. Sie war mit der Hand geschrieben. Wessen Handschrift war es? Anne, versuchen Sie doch, sich zu erinnern. Ich hatte mich auf einen Tanz gefreut, Mr. Tarling. Scheinbar ist ein Verhör daraus geworden. Oh, Milberg musste zurück ins Büro. Ein dringender Anruf aus Hongkong. Er bat mich, ihn zu entschuldigen und ihn hier zu vertreten. Danke. Danke für den Tanz, Mr. Tarling. Wollen wir tanzen? Möchten Sie tanzen? Nein. Warum lassen Sie sich das gefallen?